Ich danke immer sehr viel meiner Mutter, weil sie mir immer so viel Gutes tut. Und auch meine Freunde sage ich sehr oft Danke, weil sie mir immer helfen und auch immer so nett zu mir sind. Also es ist für mich anders, falls ich Danke sage, dass ich auch was spüre. Ich spüre auch, dass ich weiß, dass sie immer zu mir halten. Und ich finde es wirklich sehr toll, dass jemand das Wort Danke erfunden hat, weil Danke ist ein schönes Wort, finde ich. Man kann damit nämlich ausdrücken, dass man es mag, dass jemand das für einen getan hat. Ich liebe es zu helfen und ich finde es auch toll, wenn es mir jemand hilft bei Sachen, die man nicht ganz alleine schafft, wie meine Mutter. Die hilft mir manchmal auch bei der Hausübung, wie die Lehrer. Und die Freunde können einem auch bei Streiten helfen. Wenn ich anderen helfen kann, dann finde ich das sehr toll, weil wenn man Freunde hat, die einem helfen, dann sind Aufgaben meistens viel leichter. Ich kann gut Leuten helfen. Ich habe auch eine sehr große Leidenschaft fürs Laufen. Bei meinen Freunden hier in der Schule und zu Hause, da höre ich halt auch immer zu, wenn meine Freunde mir was erzählen wollen oder sag ihnen auch, wenn was sie vielleicht beachten könnten, damit sie das vielleicht das nächste Mal besser machen. Glücksmomente habe ich, wenn ich Leuten helfen kann oder mit ihnen zusammen sein kann, weil ich das immer toll finde, wenn man nicht alleine ist, sondern mit Freunden. Ich habe nämlich mit zwei Freunden zu Hause, sind wir gerade dran, etwas zu bauen zusammen und das finde ich halt auch ganz toll, dass man das zusammen machen kann. Dann haben wir ja auch einen großen Wald und in diesem Wald bauen wir gerade ein Tipi aus Ästen, die heruntergefallen sind. Wenn ich bei anderen in der Nähe bin, fühle ich mich immer ganz fröhlich. Also wenn ich mit jemandem zusammen sein kann und nicht alleine bin, dann gefällt mir das auch.